Servus Leute, willkommen zurück zu Golden Sun. Ich habe ja gesagt, ich durchquere die Wüste und wir sehen uns dann wieder. Ich habe keinen Ausgang gefunden, deswegen wäre ich mehrmals fast verreckt. Bin jetzt zurückgegangen, habe nachgeguckt, wo ich lang muss und man sieht hier Calais. Ja, ich muss noch ein Stück weiter nördlich. Das heißt, ich bin die komplett falsche Richtung gegangen. Ich bin so intelligent manchmal, aber das Spiel ist blind, also ist das irgendwie auch kein Wunder. Ich habe nur gelesen, ich muss nach Norden. Was ist das? Ein Zombie oder so? Ne, kein Bock. Ja, ich gehe jetzt einfach mal immer weiter nach Norden. Ich muss nach Lumpa. Moment, Wort. Das war, glaube ich, die Stadt, wo wir Ivan gefunden haben. So an Wort vorbei war, glaube ich. Richtung Lumpa. Ist hier, oder? Ja. Hallo. Was ist denn da? Ich wollte Lumpa betreten. Ja. Da geht nicht. Geht zurück, wo ihr hergekommen seid. Moment mal. Fänger. Da. Komm her. Eine Nuss. Ich dachte, ich kann jetzt rein. Was soll das? Ich doch nicht der Tatsache nicht mache, oder? Ich dachte, ich kann jetzt rein, was soll das? Ah, jetzt muss ich schon wieder nachgucken, was ich tun muss. Ah, kurzer Schnitt. Ja, Leute. Ich bin wieder mal verblödet, darauf hätte ich selber kommen können. Mann, warum habe ich so Logikschwierigkeiten manchmal? Ich muss hier in diese Höhle rein und das machen. Mia, zeig, was du kannst. Ich glaube, ich war hier schon mal. Das hatte ich komplett vergessen. So. Jetzt sollte ich in die Stadt kommen, oder? Ja. So, und jetzt weiß ich nichts mehr. Jetzt ist wieder 100% blind. Bist du schon lange in Lumpa? Nee, ich bin gerade angekommen. Oh, dann bist du ein neues Mitglied von der Lumpas Bande. Nee. Kann nichts finden. Was ist das? Nein, ich will den Stein anquatschen. Such das Grab. Ja gut, dann ist es in mein Grab. Oh, Schlafbombe. Ja, Supi bringt mir nichts. Nee, meine Leute sind alle fit. Da unten ist das Inn. Das ist ein Kräuterladen. Ich will mich mir mal grob umgucken. So, ein seltsamer Weg hier. Nun gut. Ins Inn. Hallo. Du Donpa hat durch die Entführung Hammets ganz schön viel Kohle gemacht, aber es ist ihm egal, was mit uns Bürgern geschieht. Ja, er ist dem ein Dieb. Hallo, ich will nicht übernachten, noch nicht. Ein Koch! Koch mir was Schönes. Soll ich auch davon erzählen, wie ich Essen in die Festung bringen musste? Ja. Mir wurden die Augen verbunden und ich wurde einen kühlen Gang entlang geführt. Der Weg war lang und ich konnte das Echo meiner Schritte hören. Ich nehme an, der Gang verlief unterirdisch. Ja, wahrscheinlich durch die Höhle, durch die ich auch ging. Ganz egal, wie sehr wir putzen und warten, es werden keine Kunden kommen. Ja, wenn die Stadttore verschlossen sind und keiner rein darf, ist das irgendwie logisch. Der Koch vom Gasthof liefert seit einiger Zeit Essen in die Festung. Er sagt, die Sicherheitsvorkehrungen selbst innerhalb der Festung äußerst streng sind. Holzkiste, nix, nix, nix. Ich labe einfach mal irgendwelche Töpfe und so an. Hoppla, so falsch. Ein Holzhaufen kann ich nicht untersuchen. Da ist auch nichts. Nein, ich will den Topf. Na gut, dann nehme ich. Auch nichts. Kräuterladen rein da. Gib mir Kräutermedizin. Willkommen, wir haben genau was du brauchst. Also die Federn habe ich einige verschwendet. Wie man sieht. Yeah! Und ich kann nur maximal 30 haben. Heilkraut stellt 50 KP wieder her. Pff. Das bringt mir hier nicht mehr ganz so viel.
Totanpa weiß nicht, was Totanpa anstellt. Totanpa. Moment, Totanpa, ja. Dragon Ball, oder wie? Würde Danpa von Dodanpas üblen Taten erfahren, würde sich diese Stadt ändern. Darauf bin ich auch noch nicht gekommen, dass das einfach Dodanpa heißen könnte. Dodanpa beherrscht bestimmt Dodanpa. Mein verstorbener Großvater pflegt mit Lunpa den ganzen Tag Kontinente zu bereisen. Er wäre sehr traurig, wenn er sehen könnte, was Dodanpa hier treibt. Wir leben zwar in Lumpa, aber wir werden niemals für Dodanpa arbeiten. Da kocht was. Was kochst du denn? Diebeseintopf. Naja, was auch immer ein Diebeseintopf ist, eigentlich will ich es nicht wissen. Ah, Waffenhändler. Und Rüstungshändler. Hoppla. Sobald die Stadt wieder eröffnet wird, verkaufe ich alles, was du willst. Echt auch, Frauen? Ich meine... Nee, ist kein Bordell oder so. Obwohl ein Bordell verkauft die Frau, oder? Doch. Keine Ahnung, ich war noch nie in einem Bordell. Und ja, jetzt machen sich wieder 30 Leute über mich lustig, weil ich noch nie in einem Bordell war. Na und? Da kann doch ich nichts dafür. Obwohl, eigentlich könnte ich schon, aber nee. Ich habe einfach kein Interesse. Das Einzige, was ich über ein Bordell weiß, ist, dass es ziemlich teuer sein soll. Oh, Fläschchen, danke. Aber naja. Lassen wir das Thema jetzt links liegen. Tompa ist zu alt, daher macht seine Leute alles, was Dodanpa sagt. Ist es wahr, dass Dodanpa Hammer entführt hat und Lösegefühlen verlangt? Ja. Dann haben Dodanpas Männer die Wahrheit gesagt. Nein, ich will die Kiste. Ich will die Kiste! Lass mich. Na gut, dann eben nicht. Moment mal, dieser Steinkreis. Hoppla. Aha! Was ist das da links oben? Da links blinkt was, seht ihr es? Wie komme ich da hoch? Ich will da rechts. Kann ich da rüber? Nee. Da liegt ein Fels im Weg. Kann man den Fels irgendwie gießen oder so? Natürlich nicht, das ist keine Pflanze. War ich hier schon drin? Ich glaube ja. Ja. Da unten war ich noch nicht da, wo der Anker oben gekritzelt ist. Oder was das sein soll. Die Festung wurde während Dornpas Herrschaft errichtet. Es hat sich so perfekt geplant, dass sie nicht einmal eine Ameise erreichen könnte. Der Koch von Gasthof ist der Einzige, der aus der Stadt in die Festung betreten darf. Ja, wie sollten wir die ansonsten überleben? Festungstore. Ich nehme an, die lassen mich nicht rein. Kommt der Festung keinen Schritt näher. Hallo. Wie kann der Dampa nur so hinterhältig sein? Kaum zu glauben, dass er der Sohn von Dampa ist. Während ich wache stehe, kommt nicht mal eine Maus in die Festung. Und wie komme ich da rein? Langsam. Ja, komm. Komm. Nein! Scheiße! Es klappte fast. Vielleicht, wenn ich mich beeile? Nee. Kann ich vergessen. Vielleicht von der anderen Seite. Komm. Ja, fast! Mann! Habe ich irgendwelche Items, die mir helfen? Hoppla! Oder irgendwelche Psi-Energien? Was habt ihr denn so? Mit Streitkolben die Leute erschlagen? Nee. Schwebestein. Drüber schweben vielleicht? Glaube ich auch nicht. Assassin-Klinge? Die Leute vielleicht einschlafen lassen? Nee. Drachenschild. Mais, Stahlhelm. Schnappperlen. Psykristall. Fläschchen stellt 500 KP her. Das ist arg. Metallhäuste. Flüstersamen.
wie eine Tarnkappe. Ja, und jetzt? Was ist das? Hüll dich im Schatten. Ah, ich bin unsichtbar. Ah. Hehehe. So komme ich natürlich rein. Festung von Lumpa. Und man sieht schon, hier ist überall Schatten. Hallo. Damit können wir jetzt den ganzen Tag lang essen und trinken. Donpa muss schon sehr alt sein. Ich frage mich, gegen was er in der Festung kämpft. Deshalb ist sein Zustand eher schlecht und er verbringt die meiste Zeit damit, sich auszuruhen. Was werden wir jetzt tun? Wo sind die Hunde? Ein Rechtschreibfehler. Solange Hammett hier ist, können wir Calais schröpfen, wie es... Was? Ach so, das ist Absicht. Solange Hammett hier ist, können wir Calais schröpfen, wie es uns barscht. Huh? Ach so, der ist besoffen. Es ist so, als ob das Geld auf Bäumen wächst würde. Huh? Ich dachte schon, das ist wohl der Rechtschreibfehler. Wo mag Donpa sein? Er ist nicht in seinem Zimmer, aber er kann nicht fort sein. Ich habe jetzt keine Lust, jedes Fass hier zu durchsuchen. Das hier auch? Ja, es geht. Kann ich den ansprechen? Wie? Ich könnte schwören, dass ich gerade jemanden gehört habe. Bist du verrückt? Dieser Ort ist unheimlich. Ich fühle mich nicht wohl. Ne. So. Okay. Wer seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Fuck, der hat mich gesehen! Ja, so. Und kommt bloß nicht wieder! Alles klar. Ich habe verstanden, wie das zu handhaben ist. So. Da schmeißen die mich einfach raus. So. Ich werde jetzt immer mit Tarnkappe vorgehen. So, zack. Ich dachte, der sieht mich nur, wenn ich ins Licht gehe. Okay. Sie sind da links. Das würde mich interessieren. Noch ein Gang. Ich gehe mal hier lang. Wer ist da? Wer seid ihr? Ihr seht nicht halb so fies aus wie die Diebe in der Festung. Habt ihr euch in die Festung geschlichen, um nach jemandem zu suchen? Ja. Hammett, der große Händler? Wenn ihr etwas wüsstet, will ich euch sagen. Das war jetzt nur dafür? War das jetzt total umsonst oder wie oder was? Na gut. Okay, hier ist auch alles dunkel. Ich mache auch mal Tarnkappe an. Kann ich mich wenigstens... Oh, 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 oh. Das ist unfair. Logisch, wir werden wieder rausgeworfen. Okay, das ist fies. Aber das ist geil. Okay. Jetzt muss ich aufpassen auf so Laternenträger. So. Nochmal. Ich darf nicht gesehen werden. So. Mal hier rum und dann da nochmal aktivieren. Oh, ich stand im Licht. So, jetzt. Deswegen ist hier alles dunkel. Hoppla. Ich habe meine Tastatur irgendwie weggeschmissen. Muss mal gucken, wie weit der geht. Schaffe ich das? Ich
Muss mal gucken, bis wohin der geht, bis dahin. Okay, okay. So, vorbeischleichen! Und rennen. Oh, 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 oh. So. Da ist ein Weg, aber wie komme ich dann dahin? In die Ecke, in die Ecke. Okay, da geht da oben entlang. Okay, da muss ich mich vorbeischleichen. Fuck. Nee, das geht nicht. Okay, bis hierhin ungefähr. Wow. Okay. Fuck! Nein! Ah! Alter! Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Nein! Boah, das ist jetzt geil. Jetzt wird die Lust am Spiel wieder geweckt. Ich habe schon mehrfach die Lust auf dieses Spiel vergangen, weil es sich irgendwie zieht wie so ein zäher Kaugummi. Aber jetzt macht es wieder richtig Spaß. So. Nein, keine Heilung. Eine Tankappe. So. Vor allem, ich könnte mir ja nachher noch, weil ich gerade hier bei mir was am Laufen habe, werde ich mir die Extreme Dinosaurs Episode noch zu Ende angucken und dann werde ich mir Digga nicht so weit Kanon 2006 wieder ansehen. Wieder, ja, ich habe wieder begonnen es anzusehen, habe gerade mal ein paar Folgen wieder geguckt, aber ich finde es einfach geil. So. Hier muss ich jetzt durch. So, warten. Na! Na, 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 na. Boah, das war knapp. Hier die Tankkappe zu aktivieren ist dumm. Hallo. Diese Frauen wurden beinahe alle gegen ihren Willen hierher gebracht. So auch ich. Ich will nur noch einmal meine Heimatstadt wiedersehen. Armer, armer Donpa. Der Donpas Verhalten treibt ihn in die Verzweiflung. Lange kann Donpa nicht mehr durchhalten. So Frauen entführen, hä? Fa! Das war unfair. Werd ich was dagegen machen können? Wer bist du? Ist das der Kerl, der gekommen ist, um Hammer zu befreien? Ja, ich wette, das ist der. Ganz schön mutig, der lause Junge. Der Donpa wird fuchsteufelswild, wenn wir Hammer verlieren. Wenn wir diese Kinder entkommen lassen, haben wir ein großes Problem. Bisher und nicht weiter. Schon gar nicht ohne eine Tracht Prügel. Och, wie niedlich. Hoppla, falsch. Ey, ihr habt sowas von null Chance. Ich könnte euch eigentlich auch locker so einen Kampf besiegen, aber nee. Ihr sollt einstecken. Da, man hat meinen Stuhl gehört, sorry. Tonspitzen. Die halten aber ganz schön aus, diese Kerle. Und jetzt Eruption, das sollte das Ende sein. Wieso halten die so viel aus? Wieso teilen die so gut aus? Ich habe eine Idee. So. Habe ich Items? Ja. Heilkraut, ja, super, bringt mir nicht so viel. So, einmal du. Und du machst eine Nuss auf Garrett. So, ihr beide werdet wieder einigermaßen geheilt und jetzt gibt's ordentlich auf die 12. So, Eruption. So, Wanderer. Also Ivan, meine ich. Hehe. Na? Oh, hey. Das tut mir ja nicht mal weh, ihr Gesindel.
Ich hasse euch, geht schon in die Höhle und rettet euren kostbaren Hammet. Ja, ich würde mal sagen, mit einem kleinen Speicherpunkt verabschieden wir uns hier. Das war Golden Sun für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!